Und hau Bedere miteinander. 23. Spieltag gegen Swansea City, und zwar daheim. So, es schaut in der Aufstellung gar nicht mal so schlecht aus. Und wir nehmen jetzt dann nochmal zur Abwechslung den neuen Mann mit, den Sinclair. Den haben wir uns noch zuletzt gekauft. So, ich dachte sagen. Los, wir ziehen sie daheim, der ist eh nicht fit. Colucini ist aber nicht fit. Okay, gut, dann los, wir drin nicht. So, und so können wir starten. Ja, Swansea City, wie wir wissen, eine relativ kleine Mannschaft, aber unterschätzen sollte man es wahrscheinlich mal wieder nicht, wie immer. Aber diesmal gewinnen wir. Jetzt haben wir zuletzt einmal gewonnen gegen Everton. Aber es muss natürlich leise weitergehen, damit wir in die internationalen Plätze kommen. Pablo, Richards, Kabay Bastaf, T.O.T., den haben wir immer noch nicht weitergebracht. Den mag scheinbar irgendwie gucken, ne? Ronaldo ist abgeblockt. So, Santon. Ben Arfa ist der Omat. Wie jetzt? Der war noch nicht aus, oder? War der draußen? Williams. Auf Pablo. Ja, fairer Zweikampf. Vorsicht da hinten nicht, dass die da durchbrennen. Ja. Weg damit. So, Ben Arfa wie immer auf rechts. Ja, T.O.T. wird doch abblockt. Das war Trick 17. Ja, und die Flanken sind leider in die Hände vom Torwart gelandet. Natürlich nicht gut für uns. Foul an Bar. Ja, Pfosten. Riesenschanz schon wieder. Und auf der anderen Seite auch Riesenschanz. Nur der Spieler kann nichts draus machen. Die Guzman, Richards. Pablo, und es gibt keine Ecke. Krul ist noch da. Also, die halten tapfer mit, Swansea City. Ich hoffe, das können wir jetzt dann bald unterbinden. Weil wir müssen Punkte sammeln. Ja, Glanzparade vom Keeper.
War nicht schlecht gespielt. Ecke Dodo. Das war Latten. Oder dann hat das der Torwart weggehaut. Oder auch nicht. Monk. Ja, da kann er hier. Jetzt ist er weggehört. Und Einwurf für die anderen. Ja, noch dreht man auf der Stelle. 0-0 immer noch. Wir haben schon die eine oder andere große Chance gehabt. Haben aber nicht genutzt. Oh, nächster Pfosten. Jetzt müssen wir dann mal ein größeres Tor auffordern. Dann treffen wir wenigstens. Weil scheinbar ist das Tor zu klar. Wieder gehört Latten. Ja. Also, Alu treffen wir ganz gut. Trotz Tor nicht wirklich. Santon, fairer Zweikampf, aber wenn nichts ausgeschaut hat. Ja, wieder kein Foulspiel. Litter, immer noch Litter. Und die schießen auch gegen den Pfosten und kommen fast noch zum Nachschuss. Ganz gefährlich gerade. Das war natürlich der Hammer gewinnen, wenn die jetzt ihre Tor schießen. Ronaldo im Alleingang. Und der ist schnell. Aber kann es auch nicht machen. Hm. 0-0 zur Halbzeit. Riesen Chancen gehabt. Und keine einzige eingekaut. Gut, ich glaube mal. Wie dann irgendwann aussah. Also im Mittelfeld. Kabay ist ja nicht so in Topform. Wenn da mal zu mir aussehe. Und dafür kommt Oscar. Und den kann man eigentlich praktisch. Moment. Kleiner offensiv einstellen. Weil das ist ein offensiver Mittelfeldspieler. Und TOT bleibt hinten. Halt. Daher. Kann der defensiv spielen? Nee, kann wieder schlechter. Dann los man zentral drin hat. So, also zweite Halbzeit. Wir müssen jetzt Tore schießen. Ganz dringend. Sonst gibt es wieder Unentschieden und nur einen Punkt. Und das ist natürlich zu wenig für uns. Und für unsere Ziele. Ronaldo. Santon. Oscar. Ja, mit dem linken schwachen Fuß. Hat man gerade gesehen, kommt er überhaupt nicht klar. Da wart wieder rum. Ben Afa fast besser. Dafür ist Oscar ein Stück langsamer. Und für den Flügel nicht ganz so geeignet. Gutierrez. Ja, kriegt nicht eine.
Pablo über rechts. Weg ist er. Ganz gut gemacht von Dodo. Ja, da fliegen alle drauf vorbei. So, neuer Anlauf. Wir müssen jetzt ein Tor schießen. Oscar Dembaba. Ja, war nicht ungefährlich. Nur es war wieder keiner da zum Nachschuss. Ja, das war irgendwie fehlgeleitet, die Flanken. Ronaldo. Ja, und der war ein bisschen zu weit. Und langsam macht sich Verzweiflung breit bei uns. Riesenchancen und immer noch 0-0. Oh, Ronaldo scheitert schon wieder. Irgendwann rächt sich das, wenn wir nicht bald mal unsere Tore machen. Ja, wir hätten wieder nicht gescheit schießen können. Weil doch Oscar rechtslos ist. Ronaldo ist durch, aber kann nichts damit anfangen. Und Dembaba scheinbar auch nicht. Schlechter Kopfball. So, jetzt müssen wir nochmal irgendwas machen. Achso, der kann nicht zentral spielen. Ich meine, den stellen wir vielleicht zentral rein. Denn wir hätten noch Sinclair auf dem Blut. So, dann machen wir das einmal andersrum. Und dann bringen wir Obertau. Und zwar auf der rechten Seite. Jetzt ist nämlich Ben Arfa in der Mitte drin. Und das ist ein Linksfuß. Verlieren wir wieder. De Guzman. So, jetzt Obertor. Ronaldo im Abseits. Jetzt ist er nicht im Abseits. Ja, und jetzt macht das. Endlich einmal. Und ich glaube, das haben wir uns jetzt richtig verdient, das Tor. 1-0 also. Und diesmal habe ich es mal ein bisschen lockerer gemacht, nicht direkt drauf gehaut. Aber es hat zumindest zum Ziel geführt. Ja, und somit führen wir jetzt 1-0. Jetzt muss natürlich nur unsere Abwehr stehen. Obertor. Nächste Chance. Ronaldo kriegt ihn dann mal richtig. Vorsicht, der Asiate kommt, oder Koreaner, was es ist, keine Ahnung. Ronaldo,
Ja, das war ein Foulspiel und gibt jetzt gelbe Karten für Davis. Da war er etwas zu ungestüm. So, ich würde sagen, wir wechseln jetzt nochmal. Und zwar wechseln wir jetzt einmal den Baba aus, weil der platt ist. Ja, leider hat keine Tore geschossen. Chancen hat er eins oder zwei gehabt. Taylor. Desto auf Ronaldo. Santon. Ja, nicht irgendwo Schuckmund, der ist drin hat. Aber links am Tor vorbei. Aber zumindest war das wenigstens einmal ein richtiger Schuss. Nicht so wie der von Oscar. Das war ganz knapp. Aber muss man sagen, Oscar ist auf jeden Fall nur ein Rechtsfuß. Und kann mit dem linken Fuß nicht so weh. So, jetzt bloß gerade Gegentor einfangen. Ja, es reicht auf jeden Fall zum Sieg. Also 1-0 gewonnen. Aber unsere Chancenauswertung war sehr schlecht. 18 Schüsse. Und davon haben wir nur eins verwandelt. Da müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten, an der Effektivität. Und wir sind immer noch Achter.